Hallo und willkommen zu einem neuen Häkel-Tutorial. Nachdem wir letztens diese Häschen gehäkelt haben, steht Ostern jetzt noch näher vor der Tür und ich dachte, wir häkeln zusammen ein paar, na, das Ohr will nicht, ein paar Häschen-Eierwärmer, die man entweder, wenn das Ohr stehen bleibt, das ist heute ein Schlappohr, einfarbig häkeln kann oder eben mit zweifarbigen Ohren. Die Anleitung für die Eierwärmer gibt es auch in meinen Shops als PDF-Datei mit ganz vielen Fotos und die ist super ausführlich, aber vielleicht reicht euch auch schon das Video. Wenn nicht, ich verlinke euch die Anleitung unten im Text. Genau. Und ihr braucht zum Beispiel Schachmeier Catania in entweder einer oder zwei Farben. Oder in viel mehr Farben, je nachdem, wie viel Eierwärmer ihr häkeln wollt. Das sind auf jeden Fall schöne Geschenke zu Ostern. Oder auch eben für den eigenen Frühstückstisch, Osterfrühstückstisch. Also, wir brauchen Garn, eine 3 mm Häkelnadel, eine Schere und eine Nadel zum Vernähen der Fäden. Und das war's auch schon. Ich würde sagen, dann legen wir mal direkt los. Viel Spaß! Ich häkel heute einen pinken Eierwärmer. Und fange an mit, erstmal damit mir das Garn abzurollen. Und dann fange ich an mit 3 Luftmaschen. Und in die zweite Luftmasche von der Nadel aus, beziehungsweise die mittlere Luftmasche, häkle ich jetzt 2 feste Maschen. Und 4 feste Maschen in die nächste. Damit komme ich dann auf die andere Seite der Luftmaschenkette. Der sehr kleinen Luftmaschenkette, aber nichtsdestotrotz ist es eine. Und in die Masche, in die ich eben auf der anderen Seite schon 2 feste Maschen gehäkelt habe, häkel ich jetzt nochmal 2 feste Maschen und komme wieder an meinem runden Anfang an. Wenn sich jetzt hier so eine kleine Lücke bildet, ist das gar nicht schlimm. Da kommen nachher die Ohren hin und es wird vernäht. Das sieht man ganz am Schluss nicht mehr. In der nächsten Runde verdoppeln wir jetzt unsere insgesamt 8 festen Maschen und haben dann 16, nachdem wir in jede der Maschen 2 feste Maschen gehäkelt haben. Ihr könnt euch den runden Anfang mit einem Maschenmarkierer oder auch einfach mit einem Stück Faden markieren. Das mache ich gleich auch, denn wenn ich erzähle, kann das schon mal sein, dass ich mich verzähle. Und das wäre nicht so gut. Deshalb nehme ich mir gleich auch ein Stück Restfaden, um mir den runden Anfang zu markieren. So, jetzt habe ich nämlich schon nicht richtig mitgezählt, aber bin gerade auf der anderen Seite. Näher mich meinem runden Anfang. So, jetzt muss ich... Ich glaube, das können jetzt 16 sein. Ich zähle mal ganz schnell nach. Ne, einmal noch. So, damit mir das jetzt nicht nochmal passiert, nehme ich mir hier so einen kleinen Restfaden, klemme den einfach dazwischen und dann kann es weitergehen. Jetzt verdoppeln wir jede 4. Masche und haben dann 4 Maschen mehr, also 20 feste Maschen. Also wir häkeln. Eine feste Masche, 2 feste Maschen, 3 feste Maschen und in die 4. häkeln wir 2, und dann 5. Und so geht es weiter. Eine feste Masche, 2, 3 und 4 und 5 kommen in eine feste Masche. So, das Ganze jetzt noch 2-mal und dann ist die Runde auch schon wieder fertig. Ups. So, ich bin jetzt bei 15, fehlen noch 5, 3, 4 und 5. So, jetzt haben wir 20 feste Maschen. Und häkeln
Das ist dann die vierte Runde. In der vierten Runde häkeln wir einfach in jede feste Masche eine feste Masche. Also einmal rundherum 20 feste Maschen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich von diesen Eierwärmern schon gehäkelt habe in meinem Leben. Das ist eine meiner liebsten Anleitungen. Das ist ein schönes Geschenk und auch zu Hause passend zur Tischdeko zu Ostern kann man sich da farblich schöne Eierwärmer machen. Also ich habe sie schon unzählige Male gehäkelt und freue mich, euch jetzt zu zeigen, wie ihr die auch häkeln könnt. Da man ja dieses Jahr Ostern auch nicht so zusammenkommen kann mit der Familie wie sonst, das ist vielleicht auch ein schönes Geschenk, was man verschicken kann. Die passen auch ganz einfach in Briefumschlag. So, die vierte Runde mit den 20 festen Maschen ist beendet. Und in der fünften Runde häkeln wir in jede fünfte Masche zwei feste Maschen. Drei, vier und die fünfte Masche wird verdoppelt. Eins, zwei, drei, vier und die fünfte Masche wird wieder verdoppelt. Und nochmal. Eins, drei, vier und die fünfte verdoppeln. Und ein letztes Mal. Und verdoppeln. Jetzt haben wir 24 feste Maschen. Und die sechste Runde ist wieder eine ohne Zunahmen. Und wir häkeln einfach die 24 festen Maschen in der Runde. So. Ich häkel sehr gerne in Spiralrunden, dann hat man nicht diese Kanten, die sich ergeben, wenn man immer eine Luftmasche macht und mit einer Kettmasche verschließt. Das machen wir nur ganz unten für einen schönen Abschluss, aber hier häkeln wir einfach in Spiralrunden. Jetzt erkennt man auch schon die Wölbung, die sich so langsam ergibt. Es wird schon ein bisschen, naja, eierförmig würde ich nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall schon eine kleine Kuppel. So. In der siebten Runde verdoppeln wir jetzt viermal jede fünfte Masche und dann noch die letzte Masche. Also, eins, zwei, drei, vier, die fünfte verdoppeln. Drei, vier und die fünfte Masche zum zweiten Mal verdoppeln. So, die fünfte Masche zum dritten Mal verdoppelt. Noch einmal. Eins, zwei, 3, 4, die fünfte Masche verdoppeln und jetzt sind es 1, 2 und 3 und dann verdoppeln wir nochmal die letzte Masche. So, das sind 29 Maschen. Wie gesagt,
Nur bei diesem Loch hier müsst ihr euch keine Sorgen machen, das sieht man später nicht mehr. Und jetzt häkeln wir Runde 8 und 9 komplett nur feste Maschen. Und zwar die 29, die wir aktuell in unserer Runde haben. Keine Abnahmen, keine Zunahmen, nix. Ganz entspannt und schnell 2 Runden. Habe ich schnell gesagt? Dauert doch einen Moment. So. Ups. Mir war auf jeden Fall heute noch ein bisschen Farbe. Ich habe auch die Eierwärmer schon in Brauntönen oder komplett in Weiß gehäkelt. Das sieht dann nach Häschen aus, aber ich finde auch so bunt macht es auch was her. Und bunt macht gute Laune. So, das war jetzt erst die erste Runde. Jetzt kommt noch Runde 9. Nochmal der gleiche Spaß. So. Mal eben, hier hat sich irgendein anderer Faden eingeschlichen. Schups. Also, nochmal eine Runde. 29. Feste Maschen. Also, ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass das, wenn ich hier erzähle beim Häkeln, doch eine Erleichterung ist, den Faden zu haben. Sonst, wenn ich, also hier den Markierfaden, sonst, wenn ich so vor mich hin häkel, dann zähle ich total gerne im Kopf mit. Aber reden und zählen ist dann doch irgendwie zu viel. So, gleich haben wir es geschafft. Zwar noch nicht den Eierwärmer, aber Runde 9. Auf jeden Fall ist das hier nicht so kompliziert und man kann in 0, nix mehrere von den Eierwärmern machen, wenn man die jetzt verschenken möchte oder auch eben für den eigenen Frühstückstisch. Ein schönes Projekt für zwischendurch. So, und auch Runde 9 ist beendet. In Runde 10 verdoppeln wir jetzt die 15. Masche und die letzte. Also geht es jetzt erstmal wieder mit festen Maschen geradeaus bis zur 15. Jetzt muss ich aber doch zählen. So, 5. Zehn. Jetzt muss ich mal eben diesen Faden darunter klappen. Der ärgert mich hier gerade. So, rein da. So, und jetzt nochmal 4 und die Masche 15 wird verdoppelt. Jetzt 1, 2. Jetzt häkel ich feste Maschen, bis eine Masche vor meinen Faden. Ups, da hat sich das Garn gespalten. So, das Ende dieser Runde ist in Sicht. Jetzt kommt die letzte Masche, die wird verdoppelt. Und jetzt haben wir 31 feste Maschen. Jetzt folgen nochmal Runden 11 und 12, die komplett einfach nur
mit festen Maschen rundherum gehäkelt werden. Also 31 Maschen in Runde 11. Ah, jetzt habe ich mir hier den falschen Faden durchgeholt. So, auch runter mit dir. Was habe ich gesagt? Also 31 Maschen in Runde 11 und 31 Maschen in Runde 12. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht mal ein bisschen vorspule. Habe ich auch noch ein Knäuel erwischt mit einem Knoten. Ach. So, ich versuche den Knoten jetzt aber einfach hier so. Ja, das passt ganz gut. Ich glaube, ich kann ihn so einhäkeln, dass er hinten bleibt. Wunderbar. Stört also gar nicht. Kann sehr nervig sein, aber in dem Fall Glück gehabt. So, ich spule jetzt mal ein bisschen vor bis zum Ende von Runde 12. Willkommen zurück am Ende von Runde 12. Für Runde 13 machen wir jetzt eine Luftmasche und häkeln dann auch wieder. Oh, jetzt habe ich einfach meinen Faden weggeworfen, weil ich erzähle doch so viel dabei, dann brauche ich den. Und zwar häkeln wir jetzt in Runde 13 eigentlich auch wieder nur die 31 festen Maschen. Aber wir machen die Luftmasche und am Ende eine Kettmasche, um die Runde zu schließen, damit es unten schon mal gerade wird. Denn wenn man in Spiralrunden häkelt, dann sieht das Ende quasi ein bisschen schief aus. Und wir wollen, dass der Eierwärmer rundherum schön gerade ist. Also machen wir jetzt in der vorletzten Reihe, in Runde 13, das mit der Luftmasche und gleich der Kettmasche. Und dann bekommen wir mit Runde 14 einen schönen Abschluss. Für mich ist die Größe perfekt für unsere Eier, für unsere Eierbecher. Es kann natürlich sein, dass eure Eierbecher niedriger sind oder so. Dann hängt einfach noch ein paar Runden dran. Von der Größe der Eier, ja, wenn ihr besonders dicke Eier habt, oh Gott, dann kann man natürlich auch den Eierwärmer so ein bisschen weiten mit den Händen. Aber eigentlich finde ich die Größe super. Für uns passt das sehr gut. So, jetzt bin ich am Ende der Runde und überspringe jetzt die Luftmasche, die wir am Anfang gemacht haben, und mache eine Kettmasche in die erste feste Masche, die wir gehäkelt haben. So, genau. Und in Runde 14 nochmal das gleiche Spiel. Wir fangen mit einer Luftmasche an und häkeln wieder rundherum, um dann am Ende mit einer Kettmasche zu schließen. Und wenn wir am Ende der Runde angekommen sind, können wir den Faden abschließen, abschneiden, die Fäden vernähen und dann sind auch schon die Öhrchen dran. Die Öhrchen kann man entweder einfarbig oder zweifarbig häkeln. So. Ich muss gleich mal einen Schluck Wasser trinken. So, also auf jeden Fall kann man die Öhrchen entweder einfarbig oder zweifarbig häkeln. Und ich finde die zweifarbige Variante eigentlich besonders süß. Ich mag am liebsten da so das Weiß im Inneren des Öhrchens. Und dann außenrum nochmal die gleiche Farbe, wie hier der Eierwärmer an sich hat. Aber das sehen wir jetzt gleich. Jetzt haben wir fast die Runde geschafft. So, eine feste Masche noch. Und
dann wieder eine Kettmasche in die erste feste Masche. Den Faden kann man jetzt abschneiden. Zack. Und ich kann den auch schon mal nach hinten holen. Und nach innen. Ja, auf jeden Fall sieht man jetzt, dass es hier vom Übergang her schön ordentlich aussieht. Jetzt könnt ihr das einfach umdrehen, dann lassen sich die Fäden einfacher vernähen. Das mache ich jetzt mal schnell. Genau, das Knötchen von der Wolle ist auch innen gelandet. Und ja, dann machen wir gleich die Ohren. So, wie eben schon angekündigt, häkel ich das Innere der Hasenöhrchen in Weiß. Und dafür schlage ich 11 Luftmaschen an. Neun, zehn und 11. Ich muss mal die Wolle auf die andere Seite nehmen. In die dritte Luftmasche von der Nadel aus, also 1, 2, 3, in diese hier, häkel ich eine feste Masche. Und wir arbeiten uns jetzt für das Ohr hier auf der einen Seite der Luftmaschenkette runter. Gehen nicht durch beide Maschenglieder, sondern nur durch das obere. Ein Stäbchen kommt als nächstes. Und in die nächsten 4 Luftmaschen häkeln wir Doppelstäbchen. Zwei. Nummer 3. Und zuletzt noch ein Doppelstäbchen, das ist das vierte. So, und jetzt bleiben noch 3 Luftmaschen übrig. Da kommt noch mal ein Stäbchen rein. Dann ein halbes Stäbchen. Und in die letzte Luftmasche kommt eine feste Masche. So, und den weißen Faden können wir dann auch schon mal abschneiden. Nicht zu kurz, denn den ziehen wir nachher auch noch ins Innere und vernähen. Nee. So, und wenn ihr das in einer Farbe häkeln wollt, sollte ich vielleicht auch dazu sagen, schneidet ihr den Faden nicht ab, sondern häkelt jetzt einfach weiter, so wie ich das mit meiner Kontrastfarbe mache. Ich gehe einfach hier unten mit der Nadel wieder rein und mache mir das, den Faden quasi fest und häkel jetzt rundherum auf beiden Seiten feste Maschen. Und hier oben in die Spitze häkeln wir 3 feste Maschen. In die Spitze 3 feste Maschen, damit man einen schönen Übergang auf die andere Seite hat. Und hier wieder in festen Maschen runter. Und die letzte feste Masche. Jetzt schneide ich auch den Faden nicht zu kurz ab. Und das erste Öhrchen ist fertig. Die Lücken kann man alle so ein bisschen noch gerade rücken.
Und jetzt häkeln wir das Ganze nochmal, denn so ein Häschen hat schließlich zwei Ohren. So, ich habe jetzt hier zwei Ohren und den Eierwärmer an sich. Und ich ziehe jetzt mit einer Häkelnadel die Ohren hier oben durch. Ich suche mir Lücken, die zwei Lücken, jeweils für ein Ohr eine. Die sollen ja nicht beide absolut mittig sein, sondern so ein bisschen rechts und links daneben. Und dann zieht man einfach die Fäden rein. Die anderen auch. Und mit dem zweiten Ohr natürlich genauso. Schon ein bisschen rumprobieren und ziehen. So, sind natürlich jetzt noch locker, aber jetzt drehen wir das Ganze einfach wieder um und machen die Öhrchen richtig fest, indem wir die Fäden vernähen. So, der Eierwärmer ist fertig. Es sind alle Fäden vernäht. Ich muss gestehen, wenn es mal ganz eilig war, habe ich auch schon mal einfach die Fäden im Inneren miteinander verknotet. Aber so ist es natürlich ordentlicher. Ich wünsche euch schöne Ostertage und viel Spaß beim Häkeln.